Herzlich willkommen bei MT-Cast. Ich bin Mehmet und das ist wieder Sun. Ja, was haben wir heute vor? Ich weiß, Schnauze voll vom BMW-Content. Freunde, was soll ich machen, Alter? Ey, ein BMW nach dem anderen. Es kommt wirklich ein BMW nach dem anderen. Ihr wisst, ich mag auch Audi, ich mag auch Mercedes. Ja, Opel weiß ich nicht, keine Ahnung. Gibt es einen geilen Opel? Opel Spitzer. Spitzer, ja, finde ich geil. Okay, ne? Oder einen schönen alten Manta oder was, finde ich auch geil. Also ist nur mal Geschmack, ist eine Geschmackssache. Ist egal. Ich wollte euch mal hier den Q7 mal vorstellen. Wirklich, wirklich ein böses Auto. Vielleicht einer der schönsten, einer der geilsten SUVs, oder? Ja, ich sag mal so, bevor ich einen Q7 nehme, würde ich einen ML nehmen oder GL, aber... Ich auch. Audi ist schon schick. Ich finde den aber optisch wirklich schön, diese kantige, brutale, eckige Kante. Das Ding 3 Liter TD, 245 PS, Heck sieht richtig schön aus. Komm mal her. Ja, auf SU7 umgebaut, ne? Ja, komplett auf S umgebaut, das Ding. Oder ist alles so gekauft. Aber ich finde das Heck schön. Hier, also Freunde, wir wollen mal euch mal ein bisschen meinen Q7 zeigen, wer vielleicht Bock auf einen Q7 hat, wie der auf der Autobahn fährt. Mal in die technischen Details zeige ich euch mal. Also ich finde ihn nicht schlecht, aber die Preise sind sehr horrend, ne Schatz? Also ich würde ihn mir nicht holen, weil... Also die ersten Modelle fangen glaube ich ab 25 an. Ja, und das ist in meinen Augen zu schade. Ja, was heißt zu schade? Also es ist schon viel Auto, was man für das Geld kriegt. Die Karre schluckt 10, 11 Liter. Es ist ein Monster. Das Ding wiegt 2 Tonnen fast, oder? Eigentlich heftig, ne? 10 Liter ist okay. Und er geht auf der Bahn. Ihr werdet nachher mal sehen, wenn wir auf der Bahn sind, ne? Also den wollten wir euch vorstellen. Wir waschen den natürlich, damit wir mal ein sauberes Auto haben, ne? So, gib ihn ja, Sun. Genau, also jetzt geht dann die Sache hier Schnauze voll hier von dem Ding, ne? Wir haben komplett neuen Kettensatz bestellt. Mit Zahnrädern, Laufrolle und. Ich habe die Schnauze voll. Ich will mein Auto endlich wieder haben. Ne? Ich habe die Tage nach dem Urlaub hier nichts gemacht. Da waren alle im Urlaub. Ich kam nicht zu arbeiten. Die Karre steht hier rum. Es ist so schade. Ich gucke ihn mir jeden Tag vor der Tür an. Und ich bin wirklich traurig. Und Leute, ich fahre die Karre wirklich gerne. Ich habe richtig Bock auf mein Auto. Diese rote Farbe, das Fahren. Mercedes, ne? Also ich fahre damit nicht so gern. Aber wenn mein Auto kaputt ist, ist das meine zweite Wahl. Freunde, also was machen wir? Wir zerlegen ihn. Ne? Jetzt geht's los hier in meiner Lackierkabine. Ich bin kein Lacker, deswegen benutze ich auch nie Lackier. Viele sagen so, du hast eine Lackierkabine. Aber was bringt das, wenn ich nicht lackieren kann? Vielleicht lackiert ja einer von den Abonnenten umsonst was ja, für dich. Ja, keine Ahnung, ist doch egal, kann mich gerne bei mir melden. Also was machen wir? Wir zerlegen die Karre erstmal. Ne? Erstmal alles raus. Teile haben wir bestellt, die kommen, Alter, guck mal, traurig, Leute, ja. Ich habe sogar Spinnenweben an dem Auto, ja. Und heute war Tui ein paar Autos abmelden. Dann hat sie zu mir gesagt, soll ich die S-Klasse auch abmelden? Ich denke, so eine Scheiße, Alter, wie abmelden? Nein! Deswegen habe ich ihn heute auch reingeschoben. Ich fange damit an. Hätte sie vielleicht gesagt, nein, mache ich nicht. Nein, ich melde ihn nicht ab. Wir wollen die Karre jetzt mal fahren in den nächsten Wochen. Dass das hat der überhaupt noch TÜV? Natürlich hat er TÜV, Alter. Keine Ahnung, natürlich. So lange wie er stand. Ne, der steht doch seit 2 Monaten her. Da labern nicht hier einer. 12,23. Mein Gott. Oh ja. Also wenn ich noch 4 Monate überziehe, ist es fast Neu-TÜV. Ja. Weißt du, den einen Kunden, dann sagt er, ist fast Neu-TÜV. Nein, da haben wir ein Auto gekauft. Ja, und das war noch ein Jahr und da hat er gesagt, aber überzieh doch 4 Monate. Oder deswegen fast neu. Idiot, ne? Ist egal. Also, die Karre ist drin parallel, aber es geht nicht um die S-Klasse. Es geht jetzt um den Audi. Wir waschen die Karre und dann geht's mal los mit dem Ding. Anstrengend, so ein großes Auto zu waschen, oder, San? Bei der Temperatur draußen tut das gut, wenn man Wasserkontakt hat. Ja, Freunde, jetzt sind wir nochmal mit dem Q7 unterwegs, 3 Liter TD, 245 PS. Vor 1,5 Jahren haben wir gechippt gehabt, das Ding auf 300 PS, das hielt 6 Monate, Düse durchgeschossen, Kolben am Arsch. Dann haben wir das den Motor rausgeholt und alles wieder revidiert, gemacht, getan. Aber damals habe ich kein YouTube gemacht, leider keine Videos rausgemacht. Ja. Aber ich glaube, ein paar Fotos haben wir irgendwo, da können wir mal gucken, wo wir die Fotos haben. Ne? Ja. Also geht. Ne? Also Stefan kennt den Motor auswendig. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, ja. Genau, was finde ich geil an der Karre? Eigentlich alles an der Karre geil, ne? Ja. Also das Fahrgefühl, so ein Monster, Alter. Du denkst dir, Alter, wie kann so eine Karre so einfach so chillig fahren, ne? Motorlampe ist an, AGR-Ventil ist kaputt, liegt seit 6 Monaten in der Werkstatt rum. Aber irgendwie kam mir nicht dazu, hier das zu tauschen und einmal Bremse leuchtet auch, muss mir auch ran. Ihr wisst, der Schuster hat immer die schlechtesten Füße. Wie immer, Tank leuchtet. Ja, Tank leuchtet auch. Aber die Karre ist nicht schlecht, 10, 11 Liter.
kann man nicht meckern. Und ganz ehrlich, für so ein großes Auto und das gerechnet auch noch auf der Autobahn, ne? Und wir sind auch nicht langsam unterwegs eigentlich. Ja. Alle mit dem 180, 200 ja, kannst du locker fahren. Mit dem Auto sind wir oft unterwegs und dann gehen wir. Aber es ist ein schönes Reisen mit dem Ding, Alter. Das ja. Ding reißt, Alter, wirklich unglaublich, oder? Waren jetzt vor ein paar Tagen wieder nicht so hoch mit dem Auto. Er zieht, er fährt, er macht, was er soll. Alles ja. Geil, ne? Auch Ausstattung ist geil, großes Panoramadach mit einem. Das kann man ja auch aufmachen, ne? Hier, einmal hier. Er ist schon böse, ne? Dass wir wegmachen, da hast du hier komplett bis nach hinten. Scheiße ist, wenn er kaputt geht. Ja, das stimmt. Was haben wir? Baujahr 2016 haben wir hier, ne? 16 oder 15. Genau, wir haben S-Line komplett. Ja, innen und außen. Innen und außen, S-Line, die Karre. Wir haben 272.000 auf der Uhr. Und er läuft wirklich Hammer. Er läuft wirklich Hammer. Schön schwarz, schwarz, schwarzen Himmel, alles geil, ne? Ja. Und Lenkrad finde ich schön. Das Lenkrad schön sportlich, das schön. Ja, schön sportlich das Lenkrad, alles an Bord, was auch man so haben kann. Hier, guck mal hier mit Klima, das verstellbar. Immer auf Sport, Dynamik, auch sehr schön. Guck mal hier, ja. Da kann man, warte mal, wo stellt man das denn hier um? Ich weiß es gar nicht mehr. Hast du eben gemacht? Ach hier, Drive Select hier. Kannst hier auf Allroad, natürlich gehen wir auf Dynamik. Jawohl, auf Dynamik so. Fahren wir die Karre. So, Freunde, jetzt wollen wir mal gucken hier, ne? Und Alter, er zieht wirklich wie ein Monster, ja? Wirklich, Alter. Ihr wisst, wir sind mit dem A8 gefahren, 4,2. Der war auch sehr brutal, aber ja. 3 Liter TDI, der ist auch gut flott unterwegs, ne? Ja gut, der hat halt nicht so viel Drehmoment und die Leistung fehlt. In dem Sinne nicht, aber zum Vergleich zum 4,2er fehlt die auf jeden Fall, ne? Ja, das stimmt. Aber allgemein, ich finde ihn schön. Ja. Na, Innenraum finde ich schön hier, auch das mit dieser Optik hier schön aufgeräumt irgendwie. Ich weiß ja, nicht warum. Das Fahren ist auch schön von dem Auto, ne? Also guck mal, das Ding ist ein Monster und das Ding rollt einfach auf der Bahn. 150, 200, du denkst, da ist gar nichts. Jetzt guck mal hier, guck mal, jetzt macht er kurz Platz. Guck mal hier, guck, ein bisschen Gas gegeben, sofort die Karre ist da, Digga, ja? Ja. Wirklich, er schaltet butterweich. Was haben wir, 8G-Tronic drin? Das DSG ist das auf jeden Fall, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Du merkst, ich glaube, 8 Gänge hat das Ding. Also wirklich, das Ding rollt einfach durch die Bahn, ja. Monster. Abends hat man hier auch schöne Ambiente, sieht man leider nicht. Die Linie zieht hier komplett und dann hier auch unten durch. Ist auch sehr schön. Aber eins muss man sagen, Sam, die Motoren, die laufen auch gut. Ja. 3 Liter TD, 245 PS, aber nee, nicht Chip. Nee. Der hat Serie 272 PS, mein Gott. Also ist, das ist der größte. Es tut mir leid, 272 PS. Oh, warte, das ist 245 der alte, ne? Ja. Genau. 270. Genau, Stefan hat ihn mal einmal gechippen lassen, da ging er richtig böse zur Sache, aber da war er wohl beim falschen Chipper oder was, also das hat dem Motor nicht gut getan. Ja. Vielleicht durchgeschossen. Aber Autobahn fahren. Na, ich sag mal. Geiles Auto eigentlich zum Reisen auf jeden Fall, ne? Geiles Auto zum Reisen, ne? Das Ding beschleunigt wirklich gut, Alter, für die Masse, die er da hat. Wallah, Mashallah, oder? Ja. Ey, wirklich Mashallah. Ey, du keiner, Alter. Ey, ja, guck doch nicht so. Nein, Alter, wer Bock auf einen Q7 hat, empfehle ich, oder? Ja, warum nicht? Für Familie oder auch alleine. Die gibt es ja auch noch als Autobahnvollsperrung, also schnell abgehauen von der Autobahn. Zum Glück. Ja, aber der ist auch auf der Landstraße, ist auch pervers, ne? Sind wir wieder auf dem Land hier. Aber wie ihr wisst, ich fahre auch viel mit diesem Auto durch die Gegend rum. Ich schwöre dir, ne, er fährt überall, wie man Bock hat. Ja. Also wer Bock auf so ein Auto hat, ich denke mal, lohnt sich. Die fangen ab 25 an, so die ersten Modelle. Ja. Na, und durch diese Geschichte seit ein paar Jahren sind die Autopreise auch sehr hoch gegangen. Und die werden nicht billiger. Vielleicht in ein paar Jahren kommen die runter. Man klar, du sagst, nicht. ML magst du, aber ich mag gegen den ML mag ich den mehr, weil er viel aggressiver aussieht, viel eckiger, viel kantiger. Ich finde, der ML ist ein bisschen rund. Naja, im Gegensatz kannst du ja aber nicht Mamas alten ML hier gegen. Nein, mache ich auch nicht, aber das von dem einen Neuere ist auch nicht besser. Ich finde, der einen Neuere ist auch schon zu rund. Ich finde, diese eckige Form finde ich geil. Und powermäßig, da kommt der ML nicht gegen den an. Also Audi-mäßig. Ja, also wenn man das vergleicht mit einem 350er auf jeden Fall nicht. Alter, er gibt den 350er. Weil ein ML63 ist schon schneller als ein SQ7. Ja, das stimmt. Weil die gibt es ja auch nur als... Aber also, guck dir das mal an, hier kurz Kickdown, Alter. Und du merkst auch nichts, ne? Der beschleunigt einfach vor sich hin so. Schaltet auch gut. Ja, Butter. Ja, finde ich schön. Ja. Ja, tanken muss man auf jeden Fall. 60 Kilometer ist nicht geil. Das ist immer... Ja, was soll man machen, ne? Aber Freunde, wer Bock auf einen Q7 hat, kann ich nur empfehlen. Also wir haben in den letzten 3-4 Jahren wenig an die Reparaturen gehabt. Viel Müll. Okay, bis auf den Motorschaden. Aber selber schuld, schlecht gechippt. Ja, muss man aber sagen. Irgendein Zusammenhang muss es da ja gegeben haben, auf jeden Fall, ne? Ja, er hat hier auch Head-Up-Display und was vorne. Okay, das kannst du auf der Kamera jetzt nicht sehen. Guck mal hier, automatisch parken auch hier. Ja, also, aber ich finde, die parken nicht so schön automatisch. Also... Geht schon, aber ich trau das denen nicht. Ich hab's nie ausprobiert, ich würde es auch nicht ausprobieren. Ja, weil ich habe lieber alles selber im Griff, anstatt das Auto das selber. Ja, hast du Kohle bei dir?
Nein. Ich auch nicht, scheiße. Hätten wir mal tanken können, ne? Ja. Na, wollen wir mal gucken, mal einen kleinen Außencheck von der Karre machen? Ja. Was ist los hier, Alter? Wollt ihr Arbeiter? Alter, ich mag Q7. Ich hätte ihn mir jetzt nicht gekauft, weil, ja, ich stehe nicht so auf Jeeps, das weißt du. Ich weiß nicht. Lieber, also ich würde lieber, ich bin so ein Coupé oder Limousine. Ja, finde ich auch. Da Kombi ist auch nicht so mein Ding, aber leider müssen wir ein Kombi fahren wegen Hunde. Ja, oder ein SUV, ne? Ja, ein SUV. Okay, Mama will ein SUV haben. Ich habe ja versprochen, bei 10.000 Abonnenten, dass ich hier wieder ein SUV kaufe. Jetzt bin ich bald am Arsch, weil die habe ich bald voll. Dann bin ich am Arsch, oder? Weil die los, Freunde, alle deabonnieren, schnell. Ja, aber ich darf das auch noch nicht kaufen für sie. Naja, dann sehen wir uns mal draußen. Machen wir mal draußen einen Klarcheck. Freunde, guck mal, ihr habt sogar hinten selber zum Einstellen. Ich kenne das nur ohne Display, aber hier ist alles Display. Sogar die Knöpfe sind Display. Ja. Hinten hast du auch geil. Hier kannst du die Sitze komplett verstellen. Oh, das wollte ich jetzt nicht so. Ist gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also ist nicht wie meine S-Klasse, ne? Ich denke, nee, in der S-Klasse habe ich mehr Platz, oder? Ja, aber auf jeden Fall. Die Höhe ist geil, Panoramadach ist geil. Ey, Schatz, habe ich ein neues Auto? Ja, du, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, sag Bescheid. 10.000 Abonnenten haben wir ja noch nicht, deswegen ist es leider nicht aber dein Auto. Ich kaufe dir einen Jeep, aber was für einen? Habe ich ja nicht erzählt. Vielleicht auch ein Suzuki Jimny. Ja, so ein Jimny oder nein, was? Nein, mein Jimny. ML will ich wieder haben. So, wollen wir mal reingucken, mal hauen wir mal reingucken. Guck mal, Leute. Firma Softclose. Guckt euch das an. Und geht das jetzt nicht? Vorführungseffekt. Du knallst vielleicht das, zu doll. Komm, hier. Softclose. Warte, wir testen das jetzt hier nochmal. Dann hat er hinten vielleicht... Da, ah, Softclose. Viermal Softclose. Ist schon heftig. Ja, Motor ist natürlich wirklich böse. Ich hoffe mal, ich finde die Fotos, wie wir diesen Monster-Motor rausgeholt haben. Das ist ein geiles Video. Also, der Motor ist allgemein so oder so geil, aber ein Kollege von mir hat den im A4. Alter, das Ding ist eine richtige Rakete im A4. Ja. Müsst ihr euch überlegen, weil das Ding wiegt ja um fast 2 Tonnen, ne? Und der A4 nicht. Ja, Front ist auch wirklich böse, ne? Muss man jetzt sagen, ne? Also, mir wäre es zu schade wegen den Hunden. Aber ja, sonst aber geiles Auto. Guck mal bitte, ja, ich sag ja, sonst geiles Auto. Das wäre fast total schön, ne? Aber das ist Xenon. Leider. Was heißt leider? Nicht Hauptsache, LED. Ja, ja. Ne? Aber LED wäre noch schöner. Der hat das andere. Ich finde, hier fehlt dir nochmal so ein Spoilerpaket. Da geht. Ja, meinst du? Ja. Aber ja, es ist ein Aufruhr. Okay, es sieht halt ein bisschen leer aus, weil hier, guck mal, hast du ja gar kein Nebelscheinwerfer, ist ja alles hier drin. Ja, liebe Freunde, wer Bock auf einen Q7 hat, kann ich nur empfehlen. Gute Erfahrung gemacht, seit 3 Jahren kennen wir das Auto sehr gut. Ja. Nicht chippen ist so eine Sache, da muss man schon Vertrauen haben am richtigen Chipper machen. Ja. Auch mit Garantie und zwar. Wir haben es schon mal chippen lassen woanders, hat nicht lange gehalten. Er sagt, das liegt nicht am Chip. Aber wir sind uns sicher, dass es wegen Chip war, weil ein Kollege von uns hat den RS. Was hat er gehabt? Den gleichen als... Ja, S-Q7, aber S-Q7. Das ist ja ein anderer Motor. Ja, der war auch gechippt und nach 3 Monaten ist der Motor auch durchgeschossen. Ne? Also, ich finde Originalfahren, die Leistung gleich völlig. 272 PS ist ja auch nicht wenig. Ne? Darf wie die Kilometer 272. Also Freunde, wer Bock auf so ein Auto hat, einfach, ich feiere die Karre. Auch mit 250.000, macht doch keine Sorgen. Die Dinger laufen, wenn man die ordentlich behandelt. Und Ölwechsel immer im Griff hält und alles servicemäßige, dann kriegt man wirklich Familienauto, Hundeauto, Reisemobil, das ist alles. Also kriegst du ihn doch, wenn du sagst, es ist ein Hundeauto. Bitte, nein, ey, haut mich da nicht fest. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Morgen oder übermorgen mache ich noch mal ein geiles Video. Es kommt ein Brabus ML. Da kommt auch wieder ein geiles Video. Und dann folgen natürlich die Videos hier. Kette machen beim S63. Motor ausbauen, E30, ich hoffe, ich schaffe das in 3 Wochen. Am 15. ist Stichtag. Freunde, ich bin in der Türkei. Yalla, 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 ya Bibi. Ab nach Istanbul, Ankara. Ich freue mich wieder richtig drauf. Ja. Meinst du, du schaffst das? Ja, wenn die Karte durchhält, schaffen wir das, ne? Mal gucken. Nee, ich meine den Motorumbau so schnell. Ja, mein Motor ist Motor. Hey. Not fahren wir erstmal so hin. Weil, Morok, dieser Material ist gut, was wir haben. Tschüss, schönes Wochenende.